Seid mir gegrüßt zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt's mal wieder vergessene Videospiele aus meiner Kindheit und frühen Jugend. 5 davon habe ich euch mitgebracht. Viel Spaß! Jurassic Park aus dem Jahre 1993, entwickelt von Blue Sky Software. Natürlich habe ich Jurassic Park, also die Filmreihe, nicht vergessen. Ich bin riesiger Fan des ersten Teils und auch diverse Spiele sind mir noch im Gedächtnis geblieben, vor allen Dingen die PlayStation-Version. Aber die Mega Drive-Version, die hatte ich, naja, immer so ein bisschen auf Abstand gehalten, obwohl ich sie als Kind sehr gern gespielt habe. Jetzt habe ich sie wiederentdeckt und ich muss sagen, dieses Spiel ist wahnsinnig atmosphärisch. Es ist düster, es hat tolle Animationen für die damalige Zeit. Selbst die Zwischensequenzen in Anführungszeichen transportieren die düsteren Aspekte des Films ziemlich gut. Das Spiel selbst ist ein Jump'n'Run-Spiel. Wir können wählen zwischen einem Forscher, ich vermute mal, dass es Alan Grant ist, oder einem Velociraptor. Und die spielen sich natürlich auch ganz anders. Ja, als Forscher haben wir Bewaffnungen à la Couleur, Elektroschocker, Betäubungspfeile, Handgranaten. Wir können auch springen und klettern, sind aber nicht im Ansatz so agil wie der Velociraptor. Der kann auf Gegner drauf springen und sie sind sofort tot, frisst kleine Dinosaurier. Also er ist eine echte Tötungsmaschine. Und die Wahl der Charaktere, die ändert natürlich auch das, was uns begegnet an Gegnern. Also der Velociraptor hat menschliche Gegner oder primär menschliche Gegner. Der Mensch hat primär Dinosaurier als Gegner. Und so spielt sich das Spiel tatsächlich auch anders. Es gibt auch eine andere Ausgangslage, die beiden Charaktere haben. Also da steckt schon ein bisschen Inhalt drin. Spielerisch muss ich sagen, ist die Zugänglichkeit jetzt nicht mehr so gegeben, meiner Meinung nach. Es spielt sich doch recht behäbig, egal ob ich jetzt Forscher oder Raptor spiele. Ja, beides ist doch recht sperrig. Aber nichtsdestotrotz ist es eine schöne Erinnerung gewesen und allein wegen der düsteren Prämisse, die dieses Spiel ausstrahlt, vor allen Dingen im Vergleich zur Super Nintendo-Version, ist das wirklich eine Empfehlung wert. Cooler World aus dem Jahre 1998 von NetBaby World. Die PlayStation 1 bot sehr viel Innovation, also Spielkonzepte, die ich so noch nie gesehen hatte und ja, jede Menge schräge Attitüden. Cooler World reiht sich genau da ein. Wir spielen einen Gummiball. Der muss über quaderförmige Labyrinthe sich bewegen und den Ausgang finden, also ein Geschicklichkeits-Puzzle-Spiel. Eigentlich gar nicht meine Liga. Aber ich habe es so gern gespielt. Ich meine, dass ich die Demo zuerst einmal hatte und die habe ich dann immer wieder gespielt, bis dann die Vollversion in meinen Besitz übergegangen ist. Das Spiel hat eine zeitlose Formel. Umso schlimmer, dass ich es fast vergessen hätte. Zum Glück bin ich vor einigen Tagen auf Marble Madness gestoßen oder wieder gestoßen und das wiederum hat mich dann an Cooler World erinnert. Wundervoll, ich freue mich sehr und ich brauche auf jeden Fall eine Originalversion für meine PlayStation 1 Sammlung. MacKids aus dem Jahre 1992 von Virgin Games. Man könnte sagen, es handelt sich hierbei um ein Werbespiel. Und das ist auch so. Aber um eines, was relativ solide ist. Ein Plattformer, wir übernehmen die Rolle eines von 2 Kindern und müssen Ronald McDonald helfen, seinen Hamburger wiederzufinden, den er aus seinem Sack verloren hat. Naja, wie auch immer, wir bekommen ein Jump'n'Run-Spiel geboten, was sich natürlich am großen Vorbild Mario orientiert, aber zu keinster Zeit auch nur im Ansatz dessen Klasse erreicht. Trotzdem habe ich das Spiel in gute Erinnerung. Das liegt vor allen Dingen daran, dass halt dieses McDonald's-Branding drauf stand und als Kind siehst du McDonald's halt nicht als das böse kapitalistische Unternehmen, sondern als Oase für Fantasie und Spaß. Dick Tracy aus dem Jahre 1991 von Sega. Bei meiner Recherche zu schlechten Videospielen bin ich auf Dick Tracy für den C64 gekommen. Das soll ein sehr schlechtes Spiel sein. Da habe ich mich erinnert, dass ich auf dem Mega Drive schon einmal in die virtuelle Haut des gelb manteltragenden Detektivs geschlüpft bin. Dick Tracy für das Mega Drive
hat wirklich Spaß gemacht. Auch wenn ich sagen muss, naja, für ein Kind vielleicht nicht das beste Spiel. Denn der Gewaltgrad, der hat es ja schon in sich. Ja, also wir laufen durch die Straßen und müssen nach und nach Mafiosi erschießen. Von der Seite, von rechts, von links und vor allen Dingen nach hinten hingewandt. Und das war cool. Per Tastendruck dreht man sich zur Wand und kann dort mit seiner Maschinenpistole oder Maschinengewehr die Gegner ausschalten. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Allerdings erinnere ich mich nur, bis ins zweite Level gekommen zu sein, denn da wird mal eben die Spielmechanik über Bord geworfen. Unserem guten Dick gehen nämlich dort die Patronen aus und so müssen wir uns mit Fäusten erwehren und das ist schon relativ knifflig. Erfordert gutes Timing und ist auch immer ein Wettlauf gegen die Zeit, denn die läuft erbarmungslos ab. Da muss man sich schon beeilen. Was man bekommt, wenn man dieses Spiel heute noch spielt, ist eine tolle Grafik mit einem tollen Schadensmodell, sage ich mal. Also wenn ihr mit der Maschinenpistole den Hintergrund ballert, dann könnt ihr Scheiben einschießen, egal ob Fenster, Autos. Das macht richtig Laune und sieht auch noch toll aus. Wizards and Warriors 3 – Kuro's Visions of Power aus dem Jahre 1992, der Entwickler war und ist Rare. Ich habe lange nach dem Namen des Spiels gesucht. Mir ist mir einfach nicht eingefallen. Ich war bei sowas wie Dungeons & Dragons, Wizardry ist mir noch so eingefallen, was ja schon ein bisschen in die Richtung geht, aber das waren ja alles oder sind alles klassische Rollenspielreihen. Wizards and Warriors 3 ist mir dann zufällig begegnet und ich habe mich riesig gefreut. Ich habe das als Kind wahnsinnig gern gespielt, auch wenn ich nicht wirklich durchgestiegen bin. Im Kern handelt es sich hierbei um einen Plattformer-Action-Adventure mit seichten Rollenspieleinschlag. Als Ritter Kuros müssen wir verschiedenen Gilden beitreten, dazu müssen wir verschiedene Quests erledigen. Das heißt, wir brauchen Geld, um uns Schlüssel zu kaufen, um in Türen reinzugehen. Und das Spiel bietet sehr viel Abenteuer, finde ich. Sehr viel zu erkunden, vor allen Dingen für die damalige Zeit. Und das hat mich als Kind auch so fasziniert. Auch wenn ich, wie gesagt, nicht wirklich durchgestiegen bin. Ich meine sogar, dass das Spiel auf Englisch gewesen ist. War doch ein bisschen komplex für einen Achtjährigen. Doch nachdem ich mir das heute mal genauer angeschaut habe und auch eine gute Weile gespielt, muss ich wirklich feststellen, was für ein tolles Spiel das ist. Ich werde dieses Spiel weiterspielen und ganz ehrlich, das ist für mich jetzt nicht selbstverständlich. Es gibt schon den Fall, dass ich denke, oh, als Kind habe ich Spiel XY so gern gespielt und dann ja, baue ich mir alles schön auf und dann geht's los und nach 10, 15 Minuten denke ich mir, ja, ist jetzt auch erstmal wieder genug. Kennt ihr das auch? Dann schreibt mir das doch gern in die Kommentare. Und das waren 5 Titel aus meiner Kindheit und frühen Jugend, die ich um Haaresbreite fast vergessen hätte. Welche Titel sind es bei euch? Gibt es sowas? Dann schreibt mir es gerne in die Kommentare. Bin mal gespannt, was dabei so rumkommt. Auch würde mich freuen, wenn ihr hier schaut, denn da gibt es noch mehr vergessener Videospiele von mir. Und ja, lasst mir wie immer gerne ein Like da oder abonniert doch gleich diesen Kanal, wenn noch nicht getan. Das wäre fantastisch, würde mich nicht nur freuen, sondern auch dieses Projekt sehr unterstützen. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.